Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten deine tägliche Portion Deutsch. Folge 77, Silvester in Deutschland. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Schon sehr bald ist es wieder so weit. Das Jahr ist zu Ende. Wir feiern Silvester und ein neues Jahr beginnt. Und bevor wir ins neue Jahr starten, möchte ich euch in dieser Folge erzählen, wie man in Deutschland den Übergang vom alten Jahr ins neue Jahr feiert. Wie feiert man Silvester in Deutschland? Was macht man am 31. Dezember in Deutschland? Welche Traditionen gibt es? Welche Bräuche gibt es? Das erzähle ich euch in dieser Folge. Also, seid ihr bereit? Na dann, los geht's! Der 31. Dezember ist in Deutschland kein gesetzlicher Feiertag. Das heißt, viele Menschen müssen an diesem Tag arbeiten. In vielen Firmen gibt es aber extra Regelungen und viele Menschen arbeiten am 31. Dezember deswegen nur bis 13 Uhr oder 14 Uhr. Das Ganze ist ein bisschen wie an Heiligabend, der 24. Dezember, der Tag vor Weihnachten. Auch Heiligabend ist kein gesetzlicher Feiertag, aber viele Menschen arbeiten da nur bis zum Mittag. Und was auch ähnlich ist, dass es am Morgen und Mittag, vielleicht auch noch Nachmittag, oft stressig ist. Die Supermärkte sind sehr voll, man versucht noch etwas einzukaufen. Keine Geschenke, die gibt es an Silvester in Deutschland nicht, aber natürlich Essen. Man will natürlich Essen kaufen und natürlich Getränke. Und wenn man das in den Tagen vor dem 31. Dezember noch nicht gemacht hat, dann muss man das panisch am 31. Dezember machen, denn die Geschäfte schließen am 31. Dezember früher. Die schließen meistens schon um 13 Uhr, 14 Uhr, vielleicht 16 Uhr und dann ist Schluss. Also man muss sich beeilen. Silvester ist in Deutschland kein besinnliches Fest, so wie Weihnachten oder Heiligabend. An Heiligabend oder Weihnachten kommt man zur Ruhe, alles ist friedlich, man ist mit der Familie zusammen und entspannt. Silvester ist nicht besinnlich. Silvester ist ein Tag, an dem man feiert. Silvester ist ein Tag, an dem man Party macht. Und viele, viele Menschen in Deutschland organisieren an Silvester eine kleine Party oder eine große Party und laden Freunde oder Familie ein. Das machen natürlich nicht alle Leute. Es gibt auch Leute, die ins Restaurant gehen oder auf eine Party, die vielleicht in einem Restaurant veranstaltet wird. Aber generell ist es so, dass es sehr, sehr viele kleine Partys gibt in vielen, vielen Häusern und Wohnungen in Deutschland. Wenn man eine Silvesterparty zu Hause veranstaltet, dann fängt man meistens so um 19 oder 20 Uhr an und es gibt oft ein Buffet. Das heißt, es gibt viele verschiedene Speisen und man kann auswählen, was man essen möchte. Oft sind das kalte Speisen, Salate zum Beispiel oder kleine Snacks. Und natürlich gibt es Getränke. Und natürlich kann man Apfelsaft trinken, man kann Orangensaft trinken. Aber an Silvester wird vor allem Alkohol konsumiert in Deutschland. Viele, viele Menschen trinken Alkohol an Silvester. Und da wird alles getrunken. Man kann Wein trinken, man kann Bier trinken, man kann vielleicht auch Cocktails trinken. Oder Sekt oder Prosecco oder wenn man vielleicht etwas mehr Geld hat, sogar Champagner. Man sitzt dann oft zusammen,
Man unterhält sich, man spricht miteinander, es gibt Musik, es gibt etwas zu essen, es gibt etwas zu trinken, aber es gibt auch besondere Aktivitäten. Zum Beispiel das Bleigießen. Das Bleigießen ist in Deutschland eine typische Silvestertradition. Was ist das genau? Also Blei ist ein Metall. Und beim Bleigießen hat man einen großen Löffel und auf diesen großen Löffel legt man ein Stück Blei. Diesen Löffel hält man dann über eine Kerze. Das Metall, das Blei, schmilzt dann. Das Blei wird flüssig. Und wenn es flüssig ist, dann gießt man es ganz schnell in ein Glas mit kaltem Wasser. Das Metall wird dann ganz schnell kalt, es kühlt abrupt ab und wird hart. Und wenn das Blei dann hart ist, dann kann man das kleine Bleistück aus dem Wasser wiederholen und schauen, wie es aussieht. Und man hat oft so ein kleines Buch und in diesem Buch kann man dann nachschauen, wie das Bleistück aussieht, zum Beispiel wie ein Pferd, wie eine Sonne, wie eine Blume. Und jede Form hat dann eine bestimmte Bedeutung. Zum Beispiel, wenn man ein Pferd hat, heißt das vielleicht, im nächsten Jahr hat man sehr viel Erfolg und die Dinge entwickeln sich sehr schnell und sehr positiv. Keine Ahnung, nur ein Beispiel. Natürlich ist das totaler Unsinn und die Deutschen wissen auch, dass das totaler Unsinn ist, dass das totaler Quatsch ist. Aber es ist beliebt. Die Deutschen mögen das, es gehört zu Silvester dazu und es macht Spaß. Natürlich ist Blei und das Bleigießen nicht besonders umweltfreundlich. Deswegen benutzt man heute eigentlich kein Blei mehr, sondern Wachs. Also Wachs ist das Material, aus dem auch Kerzen sind. Aber trotzdem nennt man die Aktivität weiter Bleigießen, auch wenn es vielleicht kein Blei mehr ist. Dann gibt es eine weitere Silvestertradition, die man allerdings nicht zusammen macht, sondern die etwas privat ist. Und zwar trägt man an Silvester rote Unterwäsche. Also einen roten Slip, rote Boxershorts und so weiter. Warum? Das soll vor allem Glück bringen, Gesundheit und vor allem ganz, ganz viel Liebe im neuen Jahr. Bei den Silvesterpartys in Deutschland läuft auch oft der Fernseher. Es gibt typische Silvestershows im Fernsehen. Da gibt es oft Musik, Bands treten auf oder irgendwelche Promis sitzen auf irgendwelchen Sofas und reden über das letzte Jahr. Das ist typisch für Deutschland und das deutsche Fernsehen an Silvester. Was aber auch im Fernsehen kommt, ist Dinner for One. Ja, ein englischer Titel. Und tatsächlich kommt Dinner for One auch aus England. Es wurde im Jahr 1963 produziert und es ist ein Sketch, ein lustiger, witziger Sketch, der 18 Minuten lang ist und in Schwarz-Weiß produziert ist und witzig ist. Und fast jeder Deutscher kennt Dinner for One und auch sehr, 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 sehr viele Deutsche schauen Dinner for One an Silvester. Kommen wir doch mal zum Essen. Was essen Deutsche an Silvester bei diesen Silvesterpartys? Also, wie ich schon gesagt habe, es gibt oft ein Buffet. Das ist typisch für Silvesterpartys, aber es gibt auch noch den Silvesterkrapfen oder den Silvester Berliner. Das ist ein kleiner runder Kuchen, ein süßes Gebäckteil und in der Mitte gibt es meistens Erdbeermarmelade. Krapfen oder Berliner kann man normalerweise das ganze Jahr über kaufen, aber an Silvester ist es besonders beliebt. Ganz, ganz viele Leute essen das und in jeder Bäckerei wird sehr viel davon verkauft.
Und als Witz gibt es meistens auch Berliner oder Krapfen, die mit Senf gefüllt sind. Also nicht wirklich lecker, aber das macht man als Witz. Also man hat zum Beispiel ein Buffet mit ganz vielen Krapfen. Dort liegen dann vielleicht 20 Krapfen und zwei davon sind mit Senf gefüllt. Und wenn ein Gast dann in den Berliner beißt mit Senf, ist das für alle anderen Gäste super lustig. Und natürlich, das bringt auch kein Unglück, sondern das bringt Glück. Es ist zwar ekelhaft, wenn man das essen muss, aber es bringt Glück für das neue Jahr. Wenn man keine große Party organisiert mit vielen, vielen Gästen, hat man vielleicht auch kein Buffet, sondern man hat ein Raclette oder ein Fondue. Also man hat ein Gerät, ein elektrisches Gerät, das man in die Mitte des Tisches stellt und darauf kann man dann verschiedene Sachen rauflegen. Man kann sie braten und backen und mit dem Fondue kann man Käse schmelzen oder Schokolade vielleicht auch. Und das ist vor allem beliebt, wenn man ein paar Gäste hat und nicht ganz viele Gäste. Was passiert denn dann um Mitternacht, um 0 Uhr? Kurz vor Mitternacht machen sich alle bereit. Es gibt oft einen Countdown. Also entweder ist der Fernseher an und im Fernseher kommt ein Countdown. Das heißt, jemand sagt, wie viel Zeit noch ist bis zum neuen Jahr. 10, 9, 8, 7 und so weiter. Oder es gibt eine Person, die das auf der Party macht, direkt. Und um 0 Uhr dann stoßen alle zusammen an. Also man nimmt sein Glas und stößt das gegen die Gläser anderer Gäste und sagt dann oft frohes neues Jahr, frohes neues. Wenn man sich ein bisschen besser kennt, umarmt man sich dabei auch. Normalerweise ist in diesen Gläsern Sekt oder Prosecco, aber wenn man keinen Alkohol trinkt, kann man natürlich auch etwas anderes trinken, wie zum Beispiel Orangensaft. Und viele Deutsche gehen dann um Mitternacht oder kurz nach Mitternacht aus dem Haus auf die Straße und zünden Feuerwerk. Feuerwerk, das in den Himmel steigt und den Himmel mit bunten Farben erfüllt. Oder es gibt auch Böller. Böller steigen nicht in den Himmel, nicht hoch in die Luft, sondern Böller zündet man an, wirft sie weg und dann macht es einmal laut Bumm und das war's. Also die Böller machen meistens nur Krach, sind aber nicht so schön. Aber viele Leute benutzen diese Böller auch. Jedes Jahr wird in Deutschland sehr, sehr viel Feuerwerk verkauft und auch Böller. Aber in jedem Jahr gibt es auch eine Diskussion darum. Viele Menschen kritisieren, dass es sehr umweltschädlich ist, dass es nicht gut für die Umwelt sei und dass es auch nicht für Haustiere zum Beispiel gut sei. Viele Städte veranstalten aber auch ein zentrales Feuerwerk. Zum Beispiel gibt es ein großes Feuerwerk in Berlin über dem Brandenburger Tor. Dort gibt es traditionell auch immer eine Silvesterparty direkt am Brandenburger Tor und um 0 Uhr gibt es dann ein wunderschönes, großes, beeindruckendes Feuerwerk. Ja, und irgendwann gehen die Gäste dann nach Hause, man geht ins Bett, oft ist man betrunken und am 1. Januar schläft man dann meistens aus. Also, das war's zu Silvester in Deutschland. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de und wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr mich auch unterstützen auf Patreon. Es gibt viele Extras für Unterstützer und natürlich viel gutes Karma. Vielen Dank, bis bald. Ciao, ciao.